Ja, schön, dass ihr heute Abend alle hierher gekommen seid. Unser Thema heute, Building a Highly Scalable and Fault Tolerant System. Wir haben jetzt geplant, wir werden die nächsten 3,5 Monate hier referieren, weil das Thema ist riesig. Quatsch, wir haben natürlich uns ein paar kleine Bausteine rausgesucht und das ist unser Anspruch, den wir für ein Startup vielleicht auch ungewöhnlich früh versucht haben zu erfüllen und deswegen heute vor allem über unsere Erfahrungen des letzten Jahres sprechen wollen, indem wir dieses System gebaut haben. Wir haben das um Gottes Willen noch nicht erreicht, nicht vollkommen, aber das sind so unsere Erfahrungswerte auf dem Weg dahin. Kurz, wer wir sind, Thorsten? Ja, mein Name ist Thorsten Noth. Ich bin bei Mount Lüttichs Frontend-Entwickler, nebenbei auch noch für Mobile Apps Freelancer in mehreren anderen Projekten. Wenn ihr da gerne Interesse habt, dass ich darüber was erzähle, können wir gerne nachher persönlich reden. Ja. Genau, und ich bin Douglas. Ich habe bei Mount Lüttichs angefangen als Product Owner ursprünglich und bin jetzt mehr in die Frontend-Entwicklung reingerutscht, auch weil ich meine Stunden ein bisschen reduziert habe und das sich in der Entwicklerrolle wesentlich besser machen lässt natürlich als in einer Product Owner-Rolle. Mount Lüttichs, was ist das eigentlich? Im Endeffekt, was wir sind, ist ein CRM für Hotels. Bedeutet, wir haben die diversen Gastprofile, die wir aus unterschiedlichen Quellen zusammenziehen für ein Hotel. Fahren darauf dann Marketing-Automation und ja, ein paar BI-Tools, Auswertungen, wer sind eigentlich meine Gäste, wofür interessieren sich meine Gäste, wie kontaktiere ich meine Gäste am geschicktesten. Und warum es in dieser Branche das noch nicht gibt oder warum das so cool ist, das baut sich alles erst nach und nach auf. Okay. Zwar haben wir oben diverseste Systeme. Wir haben das Property Management System. Das ist das System, wo alle Gastdaten und generell alle Daten auch irgendwie erstmal reinfließen, die für die Buchung und den Aufenthalt des Gastes unmittelbar relevant sind. Dann haben wir noch diverse Loyalty-Systeme. Wir haben zum Beispiel auch Daten aus dem lokalen WLAN und. Und es wäre cool, die alle zusammenfügen zu können, dass wir die Gastprofile mit der Zeit anreichern können und dann natürlich auch mehr Informationen über den Gast haben und auch besser wissen, wie wir den ansprechen müssen, um das Serviceversprechen eines Hotels besser erfüllen zu können. Und im Endeffekt, da sind wir da. Wir kombinieren die ganzen Gastprofile zusammen und was am Ende dabei rauskommt, ist vor allem eine automatisierte Kommunikation mit dem Gast. Dass wir den zum Beispiel je nach Phase seines Aufenthaltes mit E-Mails versehen können oder auch dann mit WhatsApp-Nachrichten, mit Push-Nachrichten und so weiter und so fort, dass er sich einfach möglichst gut informiert und bekümmert fühlt. Und dafür haben wir eine kleine Demo vorbereitet, die Thorsten kurz durchführen wird, wie das System aktuell aussieht. Hast du ein Login im Kopf? Gerade nicht, nee. Ansonsten machst du über den Localhost. So. Genau, so sieht das System aus, wenn man eingeloggt ist. Erstmal ein paar allgemeine Daten, einfach ja, wie viele Gastprofile habe ich überhaupt als Hotel, wie viel sind überhaupt mit E-Mails hinterlegt, wie hoch ist meine Opening Rate, ihr seht schon, das ist unser Staging-System, das sind Zahlen, die funktionieren nicht, also 100% Opening Rate und 0% Click Rate, das ist absolut nicht machbar. Ich zeige einmal, wir haben hier Automation für E-Mails. Wir gehen einmal kurz durch durchs Anlegen. Ich will zuerst aus, wann ich diese Mails sende, also ehe mein Kunde ins Hotel kommt, während er da ist oder nachdem er da war, also ausgecheckt hat. Hab dann natürlich Target Groups, die wir auch aktuell noch per Hand separieren, die aber in Zukunft auch aus sämtlichen Daten, die wir von den Hotels kriegen, praktisch dynamisch erstellt werden, aktuell nur Business Leisure, also ist es ein Kunde, der beruflich dort ist oder einfach einer, der Urlaub machen möchte. Demnach, was ich dort auswähle, habe ich verschiedene Templates. Natürlich möchte ein Hotel einem Business-Kunden andere E-Mails senden als dem Leisure-Kunden. Kann auch angeben, wann diese Sachen verschickt werden sollen. Also immer abhängig von On-Location oder von Post-Day. Ich wähle hier einfach mal die 3 Tage aus. 3 Tage. Habe auch noch eine Zeit, die ich angeben kann, was alles relevant dann für das Server-System ist, also wann die ganzen Jobs laufen. Kriege hier nochmal schön angezeigt, wie sähe jetzt meine E-Mails aus, sozusagen, die ich da versende, natürlich mit Platzhaltern. Gibt den ganzen noch einen Namen.
und speichere die ab, werden jetzt natürlich in unser System übertragen. Nochmal kurz die Auswertung, da es aktuell noch nicht gelaufen ist, auch noch pausiert ist, habe ich natürlich hier überall noch keine Daten dazu. Das Zweite, was wir aktuell im System haben, sind, also diese Templates kann ich auch komplett selber anlegen und selber bauen. Das würde aber jetzt, glaube ich, drüber hinausgehen über den Talk, wenn wir das alles zeigen, weil es ist sehr, sehr umfangreich. Das Zweite, was ich was als Hotelier habe, sind meine Gäste generell. Ich habe die Gastdaten für jeden einzelnen Gast aufgeschlüsselt, auch, das ist zum Beispiel leider einer, der sehr, sehr wenig Daten hat. Diese Daten analysieren wir auch. Ihr seht hier einen Profile Quality Score, also gerade für ein Hotel, je wichtig, habe ich überhaupt E-Mail-Daten von dem, habe ich irgendwelche anderen Adressdaten, ist die Adresse valide, also wir überprüfen auch komplett die Adressen, ob diese überhaupt existieren, die eingegeben sind und geben das natürlich für den Hotellerie alles schön an, auch wann er die letzten Male da war. Genau, so viel zu unserem System. Ein kurzer Blick in die Vergangenheit. Also jetzt, da wir ungefähr gesehen haben, wo wir jetzt nach einem Jahr in etwa stehen, wir hatten auch einige Schwierigkeiten überhaupt, zum Beispiel diese Daten zu bekommen von den Hotels, weil die Systeme, mit denen sie arbeiten, zum Teil Legacy-Systeme, On-Premise-Systeme sind, wo es unglaublich schwer war, da irgendeine Art von Schnittstelle zu bekommen. Bei einigen von denen sind wir auch noch stark im Kämpfen. Deswegen ist vielleicht auch der aktuelle Status, wird man sich denken, für ein Jahr sieht das doch noch relativ klein aus. Man muss auch bedenken, genau der ursprüngliche Anspruch von Highly Scalable und Fault Tolerant, mit dem wir von Anfang an auch auf eine Microservice-Architektur gesetzt haben, hat natürlich sehr, sehr viel Zeit in Anspruch genommen. Ja. Und wenn wir uns jetzt überlegen. Servus, Anna. Inhaltlich waren halt einfach die Anforderungen, einmal, ich möchte mit meinem Gast automatisiert kommunizieren. Also ja, sollte sich da keiner hinstellen und tausende E-Mails schreiben. Ich habe den Import von den Systemen, also in der Hotellerie ist das Protel oder was war das Letzte, was wir angebunden haben? ASA. Also es gibt unheimlich viele, die auch ja nicht wirklich gerne ihre Daten hergeben. Und ja, das Problem ist dort auch, sie sind nicht immer strukturiert, die Daten, die man dort kriegt. Es gibt natürlich ISOs, wie solche Gastdaten auszusehen haben. Natürlich missbraucht die jeder. Deshalb auch das nächste Drittsystem anbinden. Also wir haben sowas wie Mailchat und für den Versand. In Zukunft vielleicht irgendwelche Anbieter für WhatsApp etc. Intelligente Zielgruppenbildung, was ich schon angesprochen habe, wo vorhin nur Business Leisure war, soll natürlich automatisiert ausgewertet werden, welche Gruppen kann ich interessentechnisch zusammenfügen, zum Beispiel sowas wie, ja, welche meiner Gäste machen gern Kampfsport etc. Intelligente Vorschläge, gerade auch auf, für diese verschiedenen Zielgruppen, was kann ich denen anbieten, was wäre für sie relevant. Und das Letzte, ausgegraut Mobile First, weil wir das ganz, ganz schnell wieder vergessen haben. Weil es ist einfach datentechnisch viel zu viel, um das überhaupt über ein Handy zu machen. Also das möchte man auch einfach gar nicht. Vielleicht da noch das Spannende war da auch wieder ein klassischer Fall von, wenn du den Kunden fragst, was er haben möchte, ist die Antwort Mobile First. Wenn du dann beobachtest, wie die Leute, die mit diesem Tool wirklich arbeiten sollen, tatsächlich arbeiten, nun, sie sitzen an ihrem Desktop, sitzen da mit ihrer Tastatur und Mobile passiert da wirklich wenig. Und deswegen war der Ansatz Mobile First war zwar ein interessanter Gedanke, aber hat sich dann herausgestellt in der Praxis erstmal nicht so zielführend. Ja. Dann die technischen Anforderungen dafür, natürlich ganz wichtig Skalierbarkeit, weil wir binden nicht nur direkt Hotels an, wir binden auch komplette Hotelketten an, die dann auch gleich mal mit 6-7-stelligen Gastdatenzahlen kommen. Das muss man einfach das System ganz, ganz schnell hochskalieren können, um einfach die Menge von Daten abzuarbeiten können. Erweiterbar, aktuell ist es größtenteils Mailing, was wir betreiben, wollen aber natürlich später WhatsApp anbinden für die Kommunikation oder auch, was uns in Zukunft noch so alles einfällt, wie man mit einem Gast kommunizieren könnte. Deshalb hochgradig erweiterbar, fehlerresistent. Gerade Drittsysteme, was ich schon gesagt habe, es gibt für die Gastprofile eigentlich ISO-Daten, die völlig missbraucht werden. Wir hatten Probleme, zum Beispiel, es gibt für Ländercodes
spezielle Angaben, wie die auszusehen hat. Und dann war irgendein Land, war der Kosovo, was mit uns mit einem ganz merkwürdigen Format gegeben wurde, was in dem Moment leider unser System nicht so mochte. Fun Fact zum Kosovo, es hat nämlich keine ISO-Nummer, sondern es hat nur ein String. Und wenn du dann die ISO-Codes aber auf Zahlen einstellst, dann kannst du dir ausrechnen, was damit passiert. Genau, es muss natürlich benutzerfreundlich sein. Also Hoteliers sind nun mal keine Informatiker. Also sie sollen damit auch relativ einfach umgehen können. Und DSGVO-konform ist natürlich selbstredend. So, das heißt, wir waren davor in etwa einem Jahr, haben uns überlegt, das sind die Anforderungen, die wir haben. Wie stellen wir unsere Techniklandschaft auf, damit wir möglichst schnell da zu Potte kommen und diese Ziele auch erfüllen können, ohne uns selber Steine in den Weg zu legen. Als Backend-Sprache haben wir uns relativ schnell für Python entschieden. Ursprünglich war Node.js auch in der Überlegung. Der Trade-off dahingehend war, dass Node.js wandelt sich unglaublich schnell. Es kommen unglaublich viele Sachen noch hinzu. Sehr, sehr viele Libraries, die noch nicht wirklich stabil sind, die du nicht in einem Produktivsystem verwenden willst. Deswegen haben wir uns im Endeffekt für Python entschieden. Auch aus dem Grund, weil Python momentan als einfach durch das ganze Machine-Learning-Thema unglaublich gepusht wurde. Und wir mit den Gastdaten, die wir hier auch mit der Zeit ansammeln, aggregieren, natürlich auch unseren Hotels mit der Zeit intelligente Auswertungen geben wollen, was vielleicht, in welche Zielgruppen sich diese Gäste bewegen könnten. Und da wäre ein Machine Learning Algorithmus natürlich spannend und dafür sind die Libraries, die da zur Verfügung stehen, gut. Plus Python, es gibt so einen dummen Spruch, du kannst nicht einfach Pseudocode copy-pasten und erwarten, dass es funktioniert. Mit Python funktioniert das so in etwa. Es ist eine unglaublich einfach zu lernende Sprache, unglaublich schöne, flache Lernkurve und deswegen haben wir damit einfach sehr gute Erfahrungen gemacht. Genau, als Frontend benutzen wir Angular. Das war so meine erste Aufgabe zu validieren, mit welcher Frontend-Technologie wir arbeiten. Ich bin nebenbei App-Entwickler. Das heißt, für mich war eigentlich nur Angular oder React Native. Entschuldigung, falsches System. Ich bin ganz ehrlich auch aus meiner Erfahrung raus sehr gegen React. Eher Angular, weil es einfach viel sauberer ist. Also man möchte zum Beispiel React-Code nicht nochmal anfassen, wenn man einmal fertig ist. Gerade die Trennung von Darstellung und Logik ist in Angular unglaublich strikt gemacht, also so weit gemacht, dass ich sogar sagen kann, dass unsere Oberflächen komplett von unseren Designern gebaut werden können, in einfach Sturm, HTML, CSS und die wir dann einfach mit Leben erfüllen, mit System erfüllen, was unheimlich viel ein Vorteil ist. Die Designer müssen nicht erst irgendwie irgendwelche Mockups bauen, die wir dann versuchen umzusetzen. Und ich bin, muss auch dazu sagen, ich bin Frontend-Entwickler. Ich habe eigentlich keine Lust, mich um Pixel schubsen zu kümmern. So böse es klingt, das darf gern jemand anders machen. Ja. Ich finde gut. Thema DevOps. Wer hat schon mal von Docker gehört oder arbeitet mit Docker hier im Raum? Wahrscheinlich relativ viele, ne? Genau. Ist im Endeffekt Docker ist selber eine Containerlösung. Wir haben uns natürlich auch überlegt, vor allem mit Hinblick auf, wir wollen mit Microservices arbeiten, wir wollen möglichst einheitliche Entwicklungsumgebungen haben und Entwicklungsumgebungen und Produktionsumgebungen natürlich auch synchron halten. Womit arbeiten wir? Und Docker ist so die Alternative, die, glaube ich, sehr bekannt ist mittlerweile. Wir haben uns für Nix entschieden. Nix ist ein Linux-basiertes System, das sowohl ein Package-Manager mit sich bringt, das ein Operating-System ist, NixOS, das eine eigene Skriptsprache ist und das mit NixOps auch ein Tool bietet, um Maschinen zu bauen und zu deployen. Das heißt, wir haben mehr oder weniger alles aus einem Guss und es ist im Vergleich zum Beispiel auch zu Docker-Containern, sind die Images viel, viel kleiner und deswegen natürlich auch viel schneller im Upload. Und ist insofern einfach schön, weil es wirklich alles aus einem Guss ist und man nicht zwischen Systemen springt und auch eine vollständige Versionierbarkeit hat. Es ist ein komplett funktionales, im Operating System sind auch alle Settings komplett funktional, das heißt, man kann auch die komplett versionieren mit Git und Co. Das war sehr, sehr angenehm für uns. Es ist eine relativ steile Lernkurve, aber ich würde sagen, im Nachhinein hat sich das auf jeden Fall gelohnt, dass wir drauf gesetzt haben. Ich weiß nicht, ob man es erkennen kann, wie zum Beispiel jetzt Nix-Dateien aussehen. Sie sind vom Syntax an und für sich relativ einfach zu verstehen. Das ist jetzt unser Nix-Packages, der eben dafür sorgt, dass in die richtigen Container später auch die richtigen Packages geladen werden, von Python-Packages jetzt in dem Fall. Und wir sehen hier einfach, wir definieren hier zum Beispiel Flask SQL Alchemy, alles für
Datenbankabfragen und dann haben wir später eine Datei, wo genau das definiert wird, also welche Versionsnummer haben wir, wo zieht es sich das Package her und. Und somit haben wir wirklich überall arbeiten wir mit identischen Versionen. Wir haben auch nicht den Fall, dass mal der eine Entwickler auf 2.3 arbeitet und der andere Entwickler auf 2.4, was vielleicht dann doch bei dem einen oder anderen System zu Unterschieden führen kann. Und zu guter Letzt, Swagger oder auch bekannt irgendwie als OpenAPI, die werden mehr oder weniger auch synonym verwendet. Ich glaube, OpenAPI vor allem für die Art der Spezifikation. Es geht einfach darum, dass wir unsere Schnittstellen formal definieren und auch über Swagger die Möglichkeit haben, Mockdaten dafür zu hinterlegen. Das heißt, wir sagen, hey, wenn ich hier die Gäste anfragen will, dann sieht mein Request so und so aus und ich erwarte als Response etwas, was so und so aussieht und kann mir dafür schon auch Demo-Daten hinterlegen, dass, wenn ich dagegen etwas feuere und das im Backend noch gar nicht programmiert ist, habe ich im Frontend trotzdem die Möglichkeit, damit schon zu arbeiten und die Interface dafür zu bauen und zu testen, sieht das auch alles wirklich aus, wie es soll. Generell verfolgen wir damit einen API-First-Ansatz. Bedeutet, wenn wir eine neue Funktionalität brauchen, setzen wir uns häufig im Frontend hin, sagen, okay, wir erwarten vom Backend die und diese Daten, so soll das aussehen und können damit dann schon arbeiten, während sich die Leute aus dem Backend dann überlegen, wie implementieren sie das eigentlich. Und wir haben einmal natürlich eine API, die fürs UI zuständig ist und dann hat jeder Service, dafür kommen wir später noch drauf, eine eigene API. Wie sowas aussieht, hat vielleicht der ein oder andere dann auch schon mal gesehen. Einfach so eine klassische API-Definition. Jedes von denen kann man aufklappen. Wir können gerade mal in Localhost gehen und einmal zeigen, wie wir uns das definiert haben. Ja, wo ist meine Maus? Fischerbildschirm? Ha, ja, ja. Da war sie. 5000 ist es, oder? Ja. / UI? Ja. Genau. Cool. Das heißt, wir sehen hier zum Beispiel gerade, ist das aufgeklappt, ist es der GetRequest auf den Automations-Endpunkt, der als Query-Parameter eine Automation-ID verlangt. Und wir sehen hier auch schon Example-Daten, die festgelegt sind. Und du kannst auch oft auf das Model mal klicken, was neben den Example-Daten ist. Bisschen hoch, links, genau. Und da sehen wir halt, wie genau das definiert ist. Und so sind die Anforderungen zwischen Frontend und Backend klar. Und wenn später etwas nicht funktioniert, wie es eigentlich funktionieren sollte, können wir hingehen und sagen, hey, wo ist hier der Fehler? Haben wir das falsch implementiert? Oder haben die im Backend das falsch implementiert? Was aber bei diesen Spec-Dateien für einen Entwickler teilweise sehr schmerzhaft ist, ich habe eine Klammerung. Ich arbeite komplett mit Einrückung. Also wenn ich irgendwo ein falsches Freizeichen drin habe, habe ich ein Riesenproblem und suche mich tagelang tot irgendwo dieses Freizeichen. Also die Flusskontrolle läuft komplett über Tabs. Ja. Es lohnt sich, das direkt in irgendeinem Swagger-Editor zu machen, der direkt alles auf die richtigen Syntax überprüft und dir den Fehler direkt anzeigt und nicht erst ganz am Ende. Genau, so viel zu unserem Technologie-Stack. Die haben wir uns entsprechend gewählt und wir sind, und deswegen auch die grünen Häkchen dahinter, so ein bisschen selbstkritisch darüber reflektieren, war das eine gute Entscheidung oder war das keine gute Entscheidung. Wir haben auch noch später in der Präsentation ein paar Sachen, wo wir sagen, na, hätten wir vielleicht damals anders gemacht. Aber bei dem Technologie-Stack sind wir auf jeden Fall sehr happy damit und das funktioniert soweit sehr gut. Wir haben uns damit zumindest keinen Stein selber in den Weg gelegt. Genau, unser Backend-System ist größtenteils auf Microservices aufgebaut. Kommen wir jetzt so also ein bisschen zu den versteckten Tücken, was uns da ja für Steine in den Weg gelegt wurden. Erstmal grundsätzlich die Implementierung, also Idealwelt. Ich habe also mein AWS-VPC, dort habe ich meine ganzen ja, Microservices darum sag mal, rumfliegen. Ich habe Systeme, die ich von außen anbinde, also die oben YX, und ich habe mein Frontend-Gateway. Ja, bei uns ist es so, wir haben für jede Service ein Git-Repository, dass sich da nichts verhakt. Wir haben für jede Service eine API-Spec, die ihr vorhin gesehen habt, die Swagger-API-Spec, gerade auch was die Kommunikation unter den Microservices angeht. Und es ist aktuell noch Wunschdenken, weil wir einfach aus Kostengründen nicht ganz, aber wir brauchen es einfach nicht. Wäre ein AWS-Instanz pro Microservice, einfach um sehr, sehr performant zu sein. Wir haben aktuell nicht die Datenmengen, dass das vonnöten wäre. Aber das, genau das ist die Skalierbarkeit. Wir können das sofort einfach alles auf einzelne AWS-Instanzen schieben und schon
hätten wir viel mehr Performance. Vielleicht, weil ich gerade das Stirnrunzeln sehe, als Ergänzung dazu, wenn jeder Service auf einer eigenen EC2-Instanz läuft, dann ist es relativ einfach, diese EC2-Instanzen entsprechend zu skalieren und zu sagen, hey, der eine ist ausgelastet und anstatt, dass wir die vergrößern müssen, die auch relativ teuer sind, schalten wir einfach eine zweite kleine hinzu, die dann entsprechend die Last übernimmt. Deswegen ist das so die Idealwelt. Genau. Ansonsten Fragen auch jederzeit gerne. Als wir damit angefangen haben, kamen unheimlich viele Fragen auf. Also ich glaube, es gibt kein Thema, was in der ganzen Entwicklung länger und ausführlicher und ja sehr verbissen diskutiert wurde. Sowas wie, wo werden Token und API-Keys gespeichert? Unter welchen Bedingungen kann ich meine Services skalieren? Wo hören Services auf und wo fangen sie an? Also wo fange ich an, mehrere Services zu bauen, wo es eigentlich sinnvoll wäre, wenn das ein Service übernehmen könnte. Ab wann sind Services zu eng gekoppelt? Also zum Beispiel, wenn ich im Service A einfach etwas ändere, muss ich auch im Service B was ändern? Das wollen wir natürlich nicht. Also wir wollen größtenteils die Specs zwischen den Services so halten, dass einfach, wenn ich einen Service ändere, dann nicht ein zweiter davon betroffen ist. Und wie kann ich über mehrere Services filtern? Das war, glaube ich, eine der schmerzhaftesten Sachen. Also wenn ich sage, okay, ich habe einen Service, der mir meine Guest-Daten verwaltet. Ich habe einen, der mir die Automations Cronejobs verwaltet. Also das muss man dazu sagen. Die Automations sind aus mehreren Microservices zusammengebaut. Das ist halt das Problem. Um diese Automations im Frontend anzuzeigen, gehe ich eigentlich über 8 oder 9 sogar Services. Sehen wir gleich ein Beispiel. Ja. Genau, kommen gleich ein Beispiel, um überhaupt zu sehen, was ist eine Automation. Natürlich ist nach vorne diese Automation eigentlich ein Element, besteht aber einfach im Backend-System aus viel, viel mehr. Deshalb haben wir Wochen, Monate diskutiert. Ich glaube, von diesen Bildern gibt es mehrere hundert. Und keins davon ist mehr gültig. Ja, also alles wurde wieder verworfen. Wir haben unheimlich viel dadurch gelernt, weil gerade wenn man es aufzeigt, wenn man darüber diskutiert, merkt man, okay, da habe ich einen Denkfehler, da fehlt einfach eine Kleinigkeit, die ich irgendwie nicht bedacht habe. Deshalb, das war so der größte Diskussionsaufwand, den wir hatten. Und deswegen würden wir jetzt auch rückblickend sagen, Microsoft, wir sehen gleich im Detail, was es genau an Komplexität bedeutet, wenn wir eine Automation versenden wollen, wo sich überall die Daten herbeziehen. Deswegen rückblickend zu sagen, ja, es ist ganz geil, wo wir jetzt sind und dass wir dieses System jetzt haben, denn wir sind wirklich beliebig skalierbar. Wir haben unsere Services nochmal in Worker und in Registries getrennt. Im Endeffekt, Registries halten State, das heißt, die sind eher schwieriger zu skalieren. Worker haben reine Logik, von denen kann ich mehrere hintereinander schalten. Das heißt, bei entsprechend hoher Auslastung habe ich einfach mehr davon und das macht das Ganze sehr angenehm. Wir haben dadurch auch eine relativ kurze Einarbeitungszeit von neuen Mitarbeitern. Also wir haben damals mal spaßhalber im Backend mal für einen Tag auch mitgebastelt, um mal zu schauen, wie sieht das Ganze eigentlich aus. Es hat wirklich einen Tag gedauert, bis so dieser kleine Bereich, in dem wir uns da irgendwie kümmern sollten, bis der mit den notwendigen Schnittstellen kurz erklärt wurde und wir waren mittendrin, wo wir davor noch nie was in Python gebaut hatten. Das ist sehr, sehr angenehm, weil du eben nicht die gesamte Komplexität des Systems berücksichtigen musst. Das musst du häufig in einem gut modular gebauten Monolithen auch nicht. Aber sind wir ehrlich, wenn man schon eine monolithische Struktur hat, dann neigt man auch dazu, das ein bisschen miteinander zu eng zu verknüpfen. Und ja, die klare Struktur, die sich daraus ergibt. Jetzt ist allerdings rückblickend für ein Startup, was sehr, sehr schnell ein MVP auf den Markt bringen wollte, war die Anforderung, die wir auch sehr ernst genommen haben, mit beliebig skalierbar und fault-tolerant. Wir haben uns, glaube ich, mit den Microservices ein bisschen zu viel vorgenommen für den damaligen Zeitpunkt. Wenn wir überlegen, wie lange wir gebraucht haben, die auf die Beine zu stellen, vor allem, weil das Produktkonzept selber noch nicht wirklich klar war. Also wir hatten ein paar Ideen, was wir machen wollten. Jetzt ist aber das die Herausforderung, wenn du da einmal deine Service-Architektur so ein bisschen skizziert hast und du willst das Minimalset auch erstmal nur bauen, weil du willst nicht jeden Case berücksichtigen, dann kommt eine kleine neue Anforderung hinzu. Das ist die Überlegung, scheiße, baust du dafür jetzt einen neuen Service, schreibst du alle Services nochmal ein bisschen um, kommunizieren die vielleicht doch nochmal anders. Deswegen, rückblickend, hat es uns viel zu viel Zeit gekostet und auch viel zu hohen Abstimmungsaufwand, was auch zu Reibereien und einfach unterschiedlichen Philosophien, wie man sowas am besten implementiert, geführt hat, die rückblickend nicht notwendig gewesen wären, weil wenn wir das mit unserem Wissen heute, was genau die Anforderungen sind, gemacht hätten, wäre es viel klarer gewesen, wie wir damit vorgehen wollen. Und durch die
wirklich eine Vielzahl an Services, wir haben jetzt, glaube ich, gerade 27 Services oder so, die laufen, ist das Aufsetzen der lokalen Entwicklungsumgebung immer mal wieder eine kleine Schwierigkeit, weil jeder von denen läuft auch in seinem eigenen VirtualBox-Container. Ist es auf jeden Fall, der Laptop rödelt richtig, wenn wir das hier aufbauen wollen. Und wenn das Ganze wirklich in einer monolithischen Struktur gefasst wäre, wäre es wahrscheinlich relativ, ja, wäre es ein ganzes Stück einfacher, das Ding einfach auch lokal zu bauen und mit einer realen Umgebung auch lokal zu testen. Genau, deswegen Resümee, vielleicht auf die nächste Folie. Ja, Microservices sind geil, sie halten ihr Versprechen, aber man sollte vorher seine Hausaufgaben machen. Und deswegen für ein Startup, was gerade das MVP baut, eher ungeeignet rückblickend. Wir würden es jetzt wohl anders machen, wir würden jetzt einen modularen Monolithen bauen und dann Stück für Stück, da wo die Last halt hinfällt, das in einzelne Services ausgliedern, davor ein Gateway schalten, was entsprechend die Anfragen regelt. Das machen mittlerweile sehr viele Unternehmen und Startups auch so und ich glaube, damit wären wir auch sehr gut gefahren. Ja. Genau, nächste Folie. Ein Beispiel, wie kompliziert eigentlich das im Hintergrund ist. Eine Automation versenden. Das heißt, wir haben hier einen Gast, der heißt Alan Steve Meerkat. Und Alan Steve ist 37 Jahre alt, er hat eine E-Mail-Adresse und er möchte in dieses Hotel einchecken. Und dieses Hotel nutzt natürlich Monolithics, hat alles eingerichtet. Und wie wir sehen, er checkt morgen ein und übermorgen wieder aus. Und für diesen Aufenthalt ist er ein Leisure-Gast. Eigentlich logisch ist Verständnis, dass die Art des Aufenthalts, nämlich ob ich ein Business-Reisender bin oder ein Leisure-Reisender bin, an dem Aufenthalt geknüpft ist und nicht an mir als Person. Wenn man aber sich am Anfang Zielgruppen überlegt, neigt man auch dazu, Leisure und Business als Zielgruppen auf Personen anzuwenden. Und das ist natürlich aber nur im jeweiligen Fall des einzelnen Aufenthalts relevant. Genau, das heißt, wir haben links unsere Services, die sich nach und nach aufbauen. Wir haben rechts immer mal wieder ein paar JSON-Dateien, die einfach zeigen, was da gerade für Daten sind, die im Hintergrund durchlaufen. Wir haben unsere Action Registry Service. Diese Action Registry Service macht nichts, außer die Aktionen, die eingespeichert wurden. Und eine Automation zu versenden ist eine Aktion, sich zu merken. Und ein Cron String haben die auch mit dabei. Und was der macht, ist, der tickt entsprechend durch und schaut, hey, welche Aktion muss ich jetzt gerade auslösen und ist sie aktiv? In dem Moment, wo sie sagt, yo, ist aktiv, löse ich aus, kommen wir zur nächsten Folie. Und der sagt dem Action Worker, ein zweiter Service, hey, yo, du bist dran. Und gibt dem ein paar Informationen mit. In dem Fall haben wir diverse Settings mit dabei, was für ein Typus von Aktion es ist. In dem Fall ist es jetzt eine Mail-Versand-Aktion. Wir haben auch alles mittlerweile als Aktion. Das heißt, Datenimporte sind Aktionen, die regelmäßig ausgelöst werden. Und jetzt auch das Überprüfen des Quality Scores, glaube ich, auch mittlerweile eine Aktion. Ja, genau. Und geben dem alles mit, was diese Aktion irgendwie braucht, um das auszuführen. Dann kommt als nächstes der Mailworker, weil die Action merkt, es ist eine Mail-Versandaktion. Cool, das heißt, der Mailworker ist derjenige, der dafür zuständig ist. Der Mailworker überlegt sich, okay, was brauche ich? Ich habe eine Template-ID, die muss ich irgendwie versenden und ich muss den an irgendwelche Gäste versenden mit dem und dem Filter. Und sagt, okay, ich habe noch keine Gäste. Filterworker, werf mir bitte mal die Gäste rüber mit den und den Filter-Settings. Der Filterworker guckt sich dann das an, was ihm mitgegeben wurde. Er hat oben einmal die Filter-Settings und hat Filter-Setting-Extensions. Die Filter-Settings definieren die Zielgruppe. Wir haben da jetzt zum Beispiel Primary Entity ist Stay, das heißt, filter bitte erstmal die Stays, die Aufenthalte. Filter sie nach diesen Stay-Purpose-IDs, das sind jetzt zum Beispiel zwei verschiedene Leisure-Arten. Und wende noch diese weitere Filter-Set darauf an, nämlich, dass der Check-in-Offset erst in einem Tag ist, das heißt, du reist morgen an, und schau an, ob es der Status confirmed oder started ist. Weil natürlich auch abgebrochene Buchungen sind immer noch im System. Die kriegen dann einfach einen anderen Status. Aber wir wollen natürlich nicht Leute sagen, hey, wir freuen uns, dass sie morgen kommen, wir sind schon vor 3 Wochen abgebrochen haben. Weil das sind alle ein bisschen verwirrt. Die Trennung in Filter-Settings und Filter-Extensions ist dann gehen, dass die Filter-Settings eben vor allem die Zielgruppe umreißen, die dann vielleicht auch für andere Sachen interessant sind. Wenn wir zum Beispiel einfach nur unsere Gäste clustern wollen nach bestimmten Eigenschaften, dafür brauchen wir hier die Extensions erstmal nicht, sondern soziodemografische Merkmale haben wir oben. Das wenn dann wiederum andere Services darauf zugreifen, die Daten auch wieder getrennt gehalten sind. Weil auch das zieht es sich natürlich auch wieder zum Teil jeweils von eigenen Registries. Das ist ja so eine vereinfachte Darstellung. Dann hat es die Aufenthalte und sagt, ja, okay, die Gäste, wir haben die und die Gast-IDs für den Aufenthalt, die morgen einchecken. Und schau bitte an, wir brauchen alle Gäste, die eine E-Mail haben und die Deutsch sprechen, weil es ist jetzt eine deutsche E-Mail, die versandt wird.
Dann sagt der Filterworker, cool, habe ich alles, geht zurück in den Mailworker. Mailworker sagt, cool, ich habe jetzt meine Gäste und an die muss ich jetzt eine E-Mail versenden. Und dafür braucht es natürlich erstmal die Template, die sich wieder aus der Registry zieht. Das ist dann einfach der HTML-String mit ein paar Informationen wie, wer ist der Absender, was ist der Betreff, alles, was du halt dafür brauchst. Der hat dann alle notwendigen Daten und sagt dem Integration Worker, hier kontaktiere mal bitte Mailjet, weil Mailjet ist das Programm, was für uns alles versendet. Das macht das dann auch schön, so viel mehr macht der Integration Worker in dem Fall erstmal nicht. Und kontaktiert die API von Mailjet mit den E-Mail-Adressen, mit den dazugehörigen Templates und kriegt die Response. Und diese Response schreibt es dann unter anderem in ein Correspondence Registry, was einfach trackt, diese Aktion mit dieser Template wurde an diesen Gast versendet, weil wenn der Gast einen Tag vor seinem Check-in oder drei Tage vor seinem Check-in nochmal sein Check-in-Datum ändern sollte und dann aber schon die erste E-Mail bekommen hat, würde er diese E-Mail wieder erhalten, wenn diese Kondition, er checkt sich in ein oder in drei Tagen ein, wieder erfüllt ist. Und deswegen merken wir uns diese Aktion bitte nur einmal überprüfen. Das Ganze ist jetzt durch und unser Alan Steve hat jetzt, pling, Sie haben eine neue Nachricht. Herzlich willkommen in unserem Hotel, wir freuen uns auf Ihren Besuch. Man sieht also so eine ganz kleine, in der Vorstellung sehr, sehr simple Aktion wie, hey, ich möchte eigentlich nur einer Person, die in ein paar Tagen eincheckt, eine E-Mail versenden mit dem Inhalt. Das selber kann schon sehr, sehr viel Abstimmungsaufwand zwischen auch den einzelnen Services erfordern. Und deswegen war das Ausdefinieren, wie genau diese Architektur auszusehen hat, eben auch so ein Riesenaufwand. Genau. Kommen wir jetzt zur anderen Seite. Die Frontend-Entwicklung natürlich bei uns mit Angular. Weil, ganz klar, was bringt mir mehr Aufwand in meinem System und was kann ich meinem Kunden einfach am besten verkaufen? Natürlich das, was man einfach sieht. Also ich glaube, das kennt jeder Entwickler, dass das, was der Kunde sieht, so minimal ist und was dahinter steht, einfach viel, viel größer ist. Da vielleicht noch eine lustige Anekdote. Wir hatten ganz am Anfang, hatten wir verschiedene Releases mit verschiedenen Namen beziffert. Und unser erster Release, den wir raushauen wollten, der hieß Banua Wuhu, weil wir benennen unsere Releases nach Bergen. Der Banua Wuhu ist ein Unterwasserberg, den man eben nicht sieht. Und deswegen war die Überlegung, hey, unser erster Release hat gar kein Frontend, es hat nur ein Backend. Und zwar, wir stellen das ein und es ermöglicht einfach Gästen automatisch E-Mail zu versenden. Es hätte von der Funktionalität viel von dem erfüllt, was unser System jetzt mit dem ganzen Frontend Darstellung jetzt auch kann, nur es ließ sich unglaublich schwer verkaufen, weil vor allem, wenn du in eine Branche gehst, die vielleicht noch nicht so technisch affin ist und so technisch entwickelt ist, ist es natürlich schwer, einfach nur Konzepte und Logiken zu verkaufen, sondern da will sich jemand wirklich hinsetzen und durch die Interface klicken. Also deswegen war nur Wuhu wurde nicht als solches released. Genau. Natürlich als erstes die UX-Pyramide. Die meisten Leute denken halt, okay, meine Oberfläche muss benutzerfreundlich sein. Das Problem ist aber, wenn ich keine Fehlertoleranz habe, das heißt, sobald ich irgendwelche sinnlosen, nicht funktionierenden Daten vom Backend bekomme, genau das gleiche Thema. Das Backend kriegt komische Daten von dem Drittanbieter, kann die vielleicht irgendwie noch verarbeiten, gibt sie dann noch komischer verarbeitet einfach ans Frontend weiter und das Frontend macht damit ganz merkwürdige Sachen und zeigt es ganz komisch an. Das ist, sowas sollte man einfach als erstes mal komplett ausschließen. Das zweite ist Ladezeiten. Meine Oberfläche kann noch so schön aussehen, wenn die 3 Minuten braucht, bis ich irgendwas sehe, hilft mir das auch überhaupt gar nicht. Und dann kann ich an die Benutzerfreundlichkeit gehen. Die Risiken für die User Experience. Natürlich als erstes, ich habe einen Server, der zu langsam reagiert oder mein WLAN ist einfach zu langsam, um den Server anzusprechen etc. Das muss ich irgendwie abfangen können, dass das auch dem, ja, nicht wirklich gemerkt wird. Natürlich merkt man, dass der Server langsam ist, aber es darf mein Frontend halt einfach überhaupt nicht beeinflussen. Das zweite, der Server ist überhaupt nicht da und ich habe überhaupt kein Internet. Es gibt viele Projekte, in denen ich schon erlebt habe, wo das alles schön getestet wurde, alles funktioniert hat und man ist nie auf die Idee gekommen, es mal zu testen, weil man einfach kein Internet hat. Das dritte, der Server liefert unerwartete Antworten. Das hatte ich ja schon gemeint, dass irgendwelche, ja, statt Zahlen irgendwelche kryptischen Zeichen kommen. Oder der Server liefert einfach überhaupt keine Antworten. Also ich habe auch schon mit APIs arbeiten müssen, die einfach, ja, die JSON war so und so definiert, das Objekt war so und so definiert und wenn der Server irgendeine Information nicht kannte, hat es einfach überhaupt gar nicht mitgeschickt. Also da kam überhaupt nichts an. Deshalb
wie haben wir das in Angular gelöst? Das erste ist die einfachste Variante, wie man Binding in Angular machen kann. Man hat einfach, okay, ich habe meine Daten, mein Array und sage einfach, okay, zeig die mir an der Stelle an. Das kracht sehr, sehr schnell. Wenn da irgendwas, Angular hört auf zu rendern, also das Witzige ist, Angular rendert genau bis zu diesem Punkt alles und hört dann einfach auf. Egal, ob da was Falsches ist oder ob da gar nichts in dem String steht, etc., das ignoriert er einfach und sagt, okay, ich konnte bis dahin bauen, den Rest baue ich einfach nicht mehr. Die zweite Variante, oder wir gehen jetzt mal nach und nach, so erweitern wir das Ganze. Die erste Variante sind ng-Container mit einer if-Anweisung, indem ich einfach sage, okay, bitte versuch das nur zu bauen, wenn du diese Daten überhaupt hast. Das heißt, wenn es blöd läuft, habe ich dann halt einfach eine leere Fleck an der Stelle, aber er baut mir meine komplette Seite weiter. Noch einen Schritt weiter wäre dann, ich baue mir Funktionen, die ich an meinen Rendercode hänge. Vorteil ist bei dieser Sache einfach, ich kann in der Funktion auch noch auf verschiedene Sachen eingehen. Also nicht nur, dass ich falsche Daten habe, dass ich gar keine Daten habe, auch wenn Daten ja aus irgendwelchen Grund komisch aussehen, kann ich alles einzeln abfangen und je nachdem auch verschiedene Informationen einfach an meinen Code weitergeben. Also ich kann wirklich komplett in den Angular-Code anstatt irgendwelche Variablen wirklich komplette Funktionen reinschreiben, die er bitte abrufen soll an der Stelle, wo er es rendert. Was wir damit genau meinen, ist zum einen die dynamische Rendern praktisch. Wenn der Server nicht da ist oder noch die Daten vom Server noch nicht da sind, ist das bei uns so, okay, die Funktion gibt einfach Pending zurück oder Punkt, Punkt, Punkt zurück. Was da angezeigt wird, sobald er Daten hat, zeigt er die Daten dann an. Das heißt, ich mache die Seite auf, sie wird komplett aufgebaut. Ich habe nur an den Stellen dann Informationen, okay, hier, ich warte noch auf Daten. Oder bei Server nicht erreichbar, natürlich dem Benutzer immer sagen, was ist passiert? Warum ist da gerade nichts? Wenn unsere Funktion dort nicht irgendwelche Sätze ausgeben würden, würde da auch gar nichts sein. Also würde gar nicht rendern, etc. Deshalb kann ich meiner Funktion sagen, pass auf, wenn du gar keine Daten vom Server hältst, wenn du gar nicht erreichst, dann gibst du mir bitte die und die Meldung aus und kann die direkt in meine Seite rendern. Das zweite, unnötige Fehler verbergen. Also bei uns ist es meist so, wenn wir irgendwelche Daten kriegen, also gerade in dem Bereich, wie viele Stays waren gemacht, also gerade überall, wo Zahlen sind, versuchen wir das auszufiltern. Das heißt, wenn wir vom Server irgendwie keine Zahlen kriegen, dann geben wir einfach Unknown aus. Immer. Oder im zweiten Beispiel sowas. Weil wir haben zum Beispiel auch Gäste, die erst neu ins System gekommen sind, die halt solche Daten auch noch gar nicht haben. Oder zum Beispiel eine Telefonnummer in einem Adressfeld steht oder so. Das kannst du natürlich im Backend fangen, solltest du auch im Backend fangen, aber es ist natürlich auch immer geschickt, im Frontend nochmal sicher zu gehen, dass das, was aus dem Backend kommt, auch genauso aussieht, wie es aussehen soll. Weil damit hast du einfach ein gegenseitiges Vertrauen da und irgendwann und einfach die Höchstwahrscheinlichkeit, dass irgendwer es gefangen hat im richtigen Moment. Genau, also das war auch für uns ein Lernprozess, zu sehen, was kann alles schiefgehen, was kannst du für komische Sachen von dem Server gehen, was kann denn kann die API für merkwürdige Sachen machen und ehe du dann alle Möglichkeiten irgendwie abgefangen hast, dauert ein ganzes Stück. Deshalb, unser Fazit mit dynamischen Datenbinden kann ich dem Nutzer, der App einfach unvollständigen Ladestatus aufzeigen. Er weiß, an was das System gerade arbeitet oder ja auch an was es erkrankt ist. Ist als Supportfall viel entspannter als sowas wie, da ist nichts. Sondern wenn ich wirklich auch teilweise Errors wenigstens zum gewissen Maße mit hochgebe, dass der Benutzer auch weiß, was passiert ist. So, zweites Thema.
fürs Frontend, und zwar die Optimierung der Ladezeiten. Da arbeiten wir ganz gerne mit der Library RxJS. Ich weiß nicht, ob das hier jemandem was sagt. Das ist im Endeffekt einfach reaktive Programmierung auch für JavaScript. Du hast zum Beispiel im JavaScript hier das Konstrukt von Promises, dass du sagst, hey, ich erwarte hierauf eine Antwort, und wenn ich diese Antwort habe, dann führt diese und jene Funktion aus. Das ist im Endeffekt eine Art von Callback, ist nur wesentlich schöner gelöst, und man hat im Endeffekt einfach die Möglichkeit, dass man nicht so auch ewige Verschachtelungen hat. Und RxJS hat was ganz Nettes, das nennt sich Behavior Subjects, was im Endeffekt bedeutet, dass ich ein Subject habe und dem kann ich irgendwelche Daten mitgeben. Zum Beispiel, also im Anfang in der Regel null, und dann, wenn ich irgendwelche Daten habe, pushe ich das auf das Subject, und alle Subscriptions, die ich auf diesem Subject habe, die hören da permanent drauf zu, und wenn neue Daten kommen, kriegen sie diese neuen Daten. Aber auch wenn sie sich das erste Mal registrieren als diesen Subscriber, und kriegen sie schon die bereits drauf gepushten Daten. Das macht das Behavior Subject in dem Sinne speziell, dass man schon mal den letzten Datensatz auf jeden Fall jedes Mal mitgeliefert bekommt, wenn ich das subscribe. Und das ist ganz nett, weil dadurch ermöglicht es uns, A, die API-Calls zu reduzieren. Wir haben zum Beispiel verschiedene Komponenten, die nicht unbedingt in der klaren Hierarchie zueinander stehen, aber die auf ähnliche Daten und die gleichen Daten im Endeffekt zugreifen. Und was schnell passiert, ist, dass man sagt, hey, jeder von denen feuert einen eigenen Request, jeder von denen holt sich die Daten, dann kriege ich dreimal das gleiche Datenset und habe einen riesen Overhead. Oder das Thema vorzeitige API-Calls, wenn ich zum Beispiel weiß, dass ich gerade im Template-Editor bin und ich weiß, ich werde gleich diese und jene Daten vermutlich brauchen, weil das ist so der klassische Workflow und es passiert gerade eh wenig im Hintergrund, kann ich schon mal einen API-Call starten und habe die Daten schon mal vorrätig, weil Angular alles als Single-Page-App ja gebaut ist. Das heißt, die lokalen Variablen bleiben erhalten, auch beim Seitenwechsel. Hier mal kurz ein Beispiel, wie wir das exemplarisch implementiert haben. Das heißt, wir haben hier unten unsere kleine Subject Factory. Das ist einfach eine kleine Komponente von Angular. Ich werde es erkennen, ich werde da gleich noch mal ein bisschen verbal durchgehen. Diese Subject Factory hat im Endeffekt diesen einen Subject, und zwar den Guest Data Subject, und sagt, hey, das hier ist ein Behavior Subject. Und wenn es dann gleich initiiert wird, hat es den Wert null. Das heißt, es ist öffentlich zugänglich und alle weiteren Komponenten, die ich jetzt habe, können sich dem subscriben. In dem Fall haben wir jetzt auch hier zwei Komponenten, Komponente A und Komponente B. Und die führen jeweils das Listen for Data, die Funktion, aus. In dem Moment, wo die Funktion ausgeführt wird, alles, was das macht, ist zu sagen, hey, geh auf die Subject Factory, schnapp dir das Subject, was da vorhanden ist, und höre dem zu. Und falls du die Daten, die du gekriegt hast, falls sie null sind, dann geh bitte an den Guest-Service und hol dir diese Daten. Und zwar nur, wenn die Request-Flag noch nicht gesetzt ist. Was bedeutet das? Das bedeutet, wir haben eine weitere Komponente. Und Angular trennt das ganz schön, dass du Service-Komponenten hast, die Datenbank-Interaktion machen. Du hast Model-Komponenten, die einfach nur dafür da sind, Datenstrukturen zu definieren. Ja, und das Subject Factory ganz unten ist in dem Sinne auch ein Service, auf den einfach verschiedene Komponenten Zugriff haben, dass du einen Ort hast, von dem die Requests ausgehen an den Server. Genau, dieser Angular Guest Service, was der hat, ist eine Request Flag, das ist einfach ein Boolean, der schaut, okay, habe ich gerade einen Request, der durchläuft oder nicht, und setzt den am Anfang erstmal auf False. Das heißt, es läuft gerade kein Request durch. Und er hat die GetData-Funktion. Und die GetData-Funktion gibt ein Observable zurück. Bedeutet, wenn ich diese Funktion ausführen will, muss ich der subscriben. Das heißt, ich sage, hey, wenn du damit fertig bist, gib mir den Wert zurück und ich mache mit diesem Wert dann irgendwas. Genau, in dem Fall, was als allererstes passiert ist, setzt die Request-Flag auf True. Das heißt, hey, jetzt gerade suche ich was. Und wenn wir uns nämlich die Folie davor anschauen, sehen wir, dass wir nur diesen API-Call durchführen, zum Beispiel, wenn die Flag entsprechend nicht gesetzt ist. Das heißt, es wird am Endeffekt nur eine Komponente sein und nicht zwei, die diesen API-Call durchführen. Und die andere hört dem einfach erstmal zu. Das heißt, der Guest-Service macht dann nichts anderes, außer zu sagen, yo, kontaktiert die API. Und dann, wenn du ein Ergebnis hast, setzt die Request-Flag auf False und schiebt das Ergebnis, was du hast, in dieses Subject. Und in dem Moment, wo das passiert ist, sind wir wieder zurück in den Komponenten. Und die Komponenten kriegen hier das New Data zurück, sehen, New Data ist nicht null. Ansonsten kann man sich Null-Schleifen aufhängen, wenn das die Antwort natürlich null ist, weil dann gibt es wieder null zurück, bist wieder oben, kommst wieder durch diesen Check durch und bist wieder im ganzen Block drin. Das heißt, sagt, hey, Data ist nicht null, und pusht das in das eigene Subject wieder rein. Genau.
Und in dem Moment, wenn dann die Daten vorhanden sind, gehen beide Komponenten wieder durch die Überprüfung durch, schauen hier, Sie haben Daten. Daten sind nicht null, sondern sind hier unten. Da sind wir in dem Block drin und können irgendeinen Code ausführen, der eben zur Darstellung führt. Das heißt, wir haben nur eine Komponente, die diesen Auftrag gegeben hat, die Daten sich zu holen und haben die trotzdem für alle Komponenten verfügbar. Und das eignet sich vor allem gut, wenn du auch eine Elternkomponente irgendwie hast und du hast mehrere Child Components und die sind aber zum Teil zwei oder drei Stufen genestet und du willst nicht jedes Mal über den Input das mitgeben, weil dann hast du auch eine zu hohe Abhängigkeit der Komponenten untereinander. Das wäre jetzt ein Weg, den wir für uns genutzt haben, um das Ganze, die Daten schön zu verteilen. Genau, bedeutet im Endeffekt, RxJS ermöglicht uns, zumindest wie wir es jetzt implementiert haben, die API-Calls einfach zu reduzieren. Und wenn wir bereits wissen, hey, da kommt bald was, wofür wir wahrscheinlich einen größeren API-Call brauchen, können wir den auch schon vorziehen, was wir aber in der Praxis bisher wirklich sehr selten tun. Genau. Frage jetzt, haben wir die Mission erfüllt? Gut skalierbares und fehlertolerantes System zu erschaffen. Natürlich skalierbar ist das System bis ins Unendliche, also zumindest so weit, wie Amazon noch uns Cloud-Surfer zur Verfügung stellt. Erweiterbar auch. Fehlerresistent haben wir euch gezeigt, was wir alles abfangen mussten. Das war wirklich viel Arbeit und viel Lernen, was alles schiefgehen kann. Benutzerfreundlich haben wir auch gut dran gearbeitet und das letzte DSGVO-konform ausgegraut. Genau, also im Thema DSGVO-konform in dem Moment jetzt hier ausgeklammert, einfach weil wir uns jetzt in diesem Talk nicht näher damit befassen wollten. Das ist ein eher ausführlicheres Thema, was vor allem auch viele einfach fachliche Implikationen, weniger technische Implikationen nach sich zieht. Haben wir natürlich auch sehr, sehr viel Zeit im Endeffekt reinstecken müssen. Und es hat hier und da natürlich schon Rollen gespielt. Also vor allem bei der Frage, wenn wir den Datenimport haben. Wir haben diverse Import-Services für die verschiedenen Datenquellen. Dann sind die entsprechend so konfiguriert, dass es eine Privacy-by-Default-Option gibt. Das heißt, zieh dir, wenn der Nutzer nicht ganz bewusst irgendwelche Settings gesetzt hat, zieh dir nur das Minimalset an Daten und anonymisiert die im besten Fall noch. Und nur, wenn der Benutzer aktiv die Flag gesetzt hat von, hey, ich weiß, welche Daten ich kriege, ich habe die Einverständnis, dass ich mit diesen Daten arbeiten darf. Nur in dem Fall hol dir auch wirklich das gesamte Set rein. Gleiches auch im Frontend mit verschiedenen Benutzerberechtigungen, dass natürlich auch die Benutzer nur das sehen, was sie sehen dürfen. Und wenn wir verschiedene Rollen in einem Hotel haben, brauchen zum Beispiel die Servicekräfte vielleicht nicht unbedingt sehen, welche Person jetzt gerade in diesem Zimmer ist, sondern nur, welchen Status das Zimmer hat. Wiederum die im Check-in müssen vielleicht nicht zwangsläufig sehen, welche E-Mails oder wie sie auf welche E-Mails reagiert haben. Vielleicht doch. Auf jeden Fall gibt es verschiedene Fälle, wo nicht jeder alles sehen muss. Genau, ihr könnt jetzt gerne noch uns Fragen stellen. Wir versuchen sie zu beantworten. Im Frontend sollte das funktionieren. Im Backend, sind wir ehrlich, das Wissen, was wir über das Backend haben, ist genau diese Präsentation. Genau, wir sind ein bisschen vor der Zeit fertig geworden, aber auf jeden Fall vielen Dank fürs Zuhören und ich hoffe, es war für jeden irgendwas Kleines Spannendes dabei. Ja, vielen Dank euch für den Vortrag. Falls sich Fragen ergeben, bitte hebt die Hand und wartet, bis jemand mit dem Mikrofon bei euch ist. Dann haben wir auch später in der Aufzeichnung was davon. Bitte schön. Gibt es Fragen? Da ist eine Frage. Ja, danke. Meine Frage ist tatsächlich, keine Angst, nicht zum Backend, weil davon verstehe ich auch nichts. Meine Frage ist, ihr sagtet vorhin in dem Talk, ja, hätten wir das eigentlich alles im Vorhinein gewusst, was wir jetzt wissen, hätten wir es erstmal monolithisch gebaut und dann Stück für Stück quasi von den Monolithen ausgegliedert. Dann stellt sich mir jetzt natürlich die logische Frage, wusstet ihr das vorher nicht? Habt ihr euch vorher überschätzt? Oder habt ihr vielleicht einfach das dem Kunden schon so verkauft gehabt und musstet es dann machen, obwohl ihr das eigentlich nicht wolltet? Oder wie ist generell dieser Prozess gekommen? Habt ihr erstmal selber das Produkt fertig gebaut und dann an Kunden geschickt? Oder hattet ihr schon einen Auftrag? Also wie kam dieser Prozess zu euch? Ich glaube, das kannst du als ehemaliger Produkt-Owner besser werden. Ja, das war witzigerweise schon bevor ich angefangen habe, auch in der Diskussion und das auch schon entschieden. Der Punkt war genau der, dass wir uns überlegt haben, wir wollen in der Lage sein, sehr, sehr schnell große Kunden anbinden zu können. Und ja, wir sind erstmal mit Direkthotels gestartet oder mit einzelnen Hotels, aber dann war über die Überlegung, wir wollen eben den Hockeystick Growth, dem Startup einfach auch mit einem gewissen finanziellen Pre-Seed-Volumen auch einfach dann irgendwo erfüllen musst. Und deswegen wollten wir von vornherein möglichst wenig technische Schulden aufbauen, haben gesagt, wir gehen direkt auf die Microservice-Architektur.
Wir haben uns aber auch, würde ich sagen, überschätzt. Also wir hatten das Problem unterschätzt. Wir haben gedacht, es geht schneller mit den Microservices. Und ich erinnere mich, dass wir, ich glaube, 2,5 Monate war das Ausdefinieren der Microservice-Architektur war im Scrum-Backlog und war jedes Mal auch mit in To-Do und in Doing und hat sich da nicht rausbewegt. Und wir hatten irgendwie keine Möglichkeit, damit umzugehen und zu sagen, wir schneiden das Thema irgendwie kleiner oder wir definieren klarere Meilensteine, weil in dieser Zeit passiert natürlich auch etwas und in der Zeit passen sich die Anforderungen wieder an. Deswegen, ja, also glaube ich, eine Mischung aus, wir haben uns selbst überschätzt, wir haben das, die Schwierigkeit unterschätzt und wir dachten, es geht einfach ein bisschen schneller. Also die Sache ist auch, gerade, ich glaube, das ist einfach ein Problem von einem Startup. Deshalb sagen wir, würden es als Monolith bauen, weil du hast immer Investoren, du musst immer liefern, du musst irgendwas aufs Papier bringen sozusagen und ja, deshalb immer so, würde man es immer so rummachen. Das ist auch ganz ehrlich, sind einige Meilensteine, die damit nicht geschafft wurden, aber... Dafür ist es aber ein gutes Argument, dass sich auch immer trotzdem den Investoren wieder gegenüber verkaufen lässt, im Sinne von, wir haben keine technischen Schulden, sondern eher ein technisches Investment. Und, genau. Ja. Ich habe noch eine Frage bezüglich den Microservices. Ihr habt ja anscheinend gesagt, dass ihr Flask benutzt, also Python im Frontend, im Backend, sorry. Und ein großer Vorteil von Microservices ist ja auch, mehrere Sprachen im Backend zu benutzen. Also diese Vielfalt zu sagen, okay, dieser Service ist jetzt so extrem unter Last, wir nutzen dafür jetzt irgendwie C oder C++. Habt ihr dafür auch irgendwelche Varietäten, sage ich mal, drin? Oder habt ihr wirklich für alle Backends Flask? Wir haben, also tatsächlich laufen alle Backends aktuell, also alle Services auf Python, Flask, SQL, Alchemy. Aber ja, wir haben natürlich die Möglichkeit, auch in was in Node.js zu starten. Wir hatten mal irgendwie auch ein kleines Programm, was angefangen hat, die diversen Services mit Daten zu befüllen. Das haben wir dann mal schnell Node.js geschrieben, was einfach schneller ging. Wir nutzen einfach nur Python, weil wir gerade auch relativ wenig Entwickler sind und es deswegen auch einfach entspannt ist, weil jeder hier und da mal arbeitet, dass alle auf der gleichen Sprache arbeiten. Aber vor allem natürlich, wenn das Ganze wächst und man dann vielleicht auch kleinere Entwicklerteams speziell für ein paar Services zur Verfügung hat, die das auch dauerhaft betreuen, dann klar wird sich die Sprache auf jeden Fall an die Anforderungen mehr anpassen. Okay, Dankeschön. Also wir sind aufgeteilt nach Eschborn und Leipzig. Leipzig genau. Vor allem die Entwicklung. Wie viel sind wir gerade in Leipzig? In Leipzig sitzt man, glaube ich, mit 4 Entwicklern plus 2 studentischen Mitarbeitern. Wobei wir auch einen studentischen Entwickler haben, den man wirklich attestieren muss. Der arbeitet auf unserem Niveau. Also es ist nicht wirklich Student. Also wir sind ungefähr, würde ich sagen, 5 Entwickler in Leipzig. Also habe ich dich jetzt schon mitgezählt. Er ist in Eschborn. Aber es ist genauso Entwickler und in Eschborn kommt dann nochmal... Noch mal so 10, 11, es schwankt ein bisschen, aber so insgesamt sind es um die 17 Leute. Und das habt ihr jetzt in einem Jahr? Genau, also das Unternehmen Mautic selber oder früher Mapcase gibt es schon etwas länger. Das hat den Hintergrund, dass es früher vor allem Apps gebaut hat für, ich glaube, Map to Snow war es für Skifahren und Snowboarden, genau. Map to Bike für Fahrradfahren und da halt diverse Tracking-Apps gebaut hat und mit den Destinationen gearbeitet hat und denen dann halt die Daten zur Verfügung gestellt hat. So nach dem Motto, hey, die und die Tracking-Pfade werden zum Beispiel sehr intensiv genutzt, die weniger, hier lohnt sich noch ein Investment. Oder so und so kannst du vielleicht auch deine Zielgruppen besser ansprechen. Und dieser Switch zu Hotels ist dann wirklich erst zum letzten Jahr dann passiert, weg von Destinationen. Gibt es noch weitere Fragen? Das scheint nicht der Fall zu sein. Dann danke ich euch ganz herzlich für euren Vortrag. Nochmal einen herzlichen Applaus für euch. Applaus